Maria Hilferich, Sie haben in den vergangenen Tagen den zweiten Konditionslehrgang mit der Damen-Nationalmannschaft hier in Kitzbühel verbracht. Was war der Trainingsschwerpunkt bei diesem Lehrgang? Ja, es war eigentlich kein spezieller Schwerpunkt, aber insgesamt war es einfach so, dass Intensität und Umfang sehr hoch waren. Das ist um die Jahreszeit einfach so, dass die Einheiten schon richtig knackig sind. Also wir hatten eine sehr anstrengende Radtour aufs Kitzbüheler Horn, haben intensive Kraft Rumpfeinheiten gemacht für Beine, Oberkörper, Rumpf. Und gestern eine wirklich sehr lange Wanderung. Wir waren insgesamt 10 Stunden unterwegs im Kaisergebirge. Es war wunderschön, aber auch sehr anstrengend. Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dieser langen Wanderung mit für sich persönlich? Ja, dass man sich eben manchmal durchbeißen muss. Das geht, denke ich, bei so einer Einheit jedem so. Wenn es wirklich über so einen langen Zeitraum geht und doch immer wieder sehr anstrengend ist, dann, und manchmal denkt man irgendwie, es geht jetzt nicht mehr, aber es geht halt doch immer noch. Und das ist ja auch im Winter oft so, dass man sich einfach durchbeißen muss und dass man Situationen erlebt, wo es halt einfach ein bisschen schwieriger geht. Und neben dem Ausdauereffekt, den so eine Tour natürlich hat, spielt sicher das auch eine große Rolle. Jetzt geht es nach Zermatt und dann auch wieder auf Schnee. Freuen Sie sich schon darauf, wieder Schnee unter die Füße zu bekommen? Naja, also so bei den Temperaturen, die es derzeit hat, könnte der Winter schon noch ein bisschen warten. Aber das ist einfach jedes Jahr bei uns so, dass eigentlich Ende Juli, Anfang August für uns der Winter wieder losgeht. Wir gehen dann nach Zermatt gleich nach Neuseeland. Da ist Winter im August. Und ja, das ist am Anfang schon eine Überwindung. Aber wenn man dann wieder ein bisschen drin ist, dann macht es auch gleich wieder Spaß, weil es war jetzt schon eine lange Skipause. Was sind so die ersten Einheiten, die man auf Schnee dann macht? Worauf konzentriert man sich da? Ja, die ersten 1-2 Tage schaut man eigentlich hauptsächlich, dass man wieder das Gefühl findet, weil das ist, geht doch in 3 Monaten ein bisschen verloren. Und dann, ja, wenn man so lange dabei ist wie ich, dann hat man das aber doch relativ schnell wiedergefunden. Und dann geht es schon gleich mal ziemlich zur Sache. Also wir machen dann auch gleich wieder Stangentraining, versuchen in Zermatt einfach schon die erste Abstimmung vom Material zu finden, damit wir in Neuseeland dann gleich so richtig loslegen können.